So Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe F1 2022. Mit dabei ist der liebe Ianink. Okay, was ist da los? Latenz ist sehr arsch. Na Leiwand, ist dein Freund nicht verfügbar, du kannst ihn einmalig oder dauerhaft durch einen anderen Freund ersetzen, na Leiwand. So. Haben wir da irgendwas zum... Nein, wir haben keine Kohle. Keine Points. Das haben wir letztes Mal gemacht. Genommen, Getriebe. Ausstehend. Wieso ausstehend wird das noch? Oh, muss ich noch mit dem Getriebe fahren jetzt? Na, hoffentlich nicht. Das wäre Arsch. Das letzte neue Rennen. Ist das, glaube ich, oder? Weiß ich jetzt exakt nicht. Training regnet. Was denn? 50%iger Erfolgsschuss gemacht. Okay. Wasch. Alter, was ist da? Na gut, ich habe eins fertig. Habe ich auch fertig. Die restlichen 12 Minuten, die über waren, konnte ich nicht mehr nutzen. Echt nicht? Ja, weil ich noch einen Fehlschlag gehabt habe. Die Strecke schaut nicht so schlecht aus. Habe ich mir jetzt nicht angeschaut, aber ich sage einmal ja. Wird schon passen. Hä?
ich mach das mal. 3 von 5. Ich bin da. Okay. Bin schon gespannt, wenn wir das erste Mal wirklich in den Regen fahren. Ja, wird schon werden. Wird schon schief gehen. Fast, zweites fertig. Heute um eine Minute, dass ich das vielleicht nicht fertig machen kann. Oft hast du Pech. Genau. Hast du alles geschafft? Krass. Mir hat eins gefehlt. Ja, da haben wir schön Prozent gekriegt. Ganz knapp an Alpha Centauri dran, aber überholen sie nicht wirklich. Nein, wirklich. Haben wir auch schon überdacht. Aber wirklich, hauchdünn immer nur. Na gut. Schaut stellenweise ein bisschen eng aus, der Kurs. Aber trotzdem eigentlich schnell. Alles fertig, alle weg vom Wagen, ab auf die Strecke mit dir. Mhm.
Harrison. Oh, das ist cool, wenn man mal schnappt. Das war wirklich lange Geraden dabei. Ja. Bald noch bis jetzt. Das stimmt. Ist schnell, hat aber ein paar sackige Kurven dabei. Aha. In dem Mauer sollte man nicht fahren. Ich weiß, was du meinst. Okay, sagen wir Kurvenpassage. Ich glaube, der ist schneller als ich. Normal. Ja, ich habe jetzt mit der Orange noch fahren müssen. Ich bin 9. Umgang. Bis der Wagen eigentlich schon wird.
Na gut. So, es geht. Es hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Oh, Alter. Was denn? Aus der Box vor mich halt keiner kam, Digga. Alter. Schaden oder was? Roter Flügel. Fuck. Und noch ausweichen, aber es war nur zu heftig. Dann losgehen. Stopp! Ja, in deine Linie reingefahren, oder? Weiß ich nicht, soll ich jetzt nicht so aufpasst. Müll. Ändert nichts. Ja. Ich verschieße eine Runde. Eieiei. Ich weiß gar nicht, wie viel Zahn nochmal. Kann ich da jetzt auch leider nicht zahlen.
Fuck. Letztens der Kurve hat es mich anfremdet. Das hat man viel kostet jetzt, sonst hätte ich mich nochmal verbessert. Wie viel bist du jetzt? Elfter. Auf. Sag, was sind diese lilanen Streckenabschnitte? Session Bestzeit. Scheiße, Alter. Ich habe erste und zweite Session Bestzeit gehabt jetzt. Hätte ich vielleicht sogar geschaut, wenn ich jetzt nicht schnell nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Oh fuck. Was ist passiert? Was denn? Ich stand, du bist aus der Session ausgeschieden. Nein, eigentlich nicht. Ah, okay. Kurios. Noch fahre ich. Ein Blick in die Zukunft. Die Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Drei Minuten. Alle Checks abgeschlossen. Achtung, der Wagen fährt jetzt aus. Wirklich besser. Die ist gelber Sektor gewesen jetzt. Aber oh, Hamilton stark diesmal. Ja. Eine Sekunde auf Verstappen. Oh.
Schauen wir, was der Teamkollege noch rausholen kann. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Was ist passiert? Das war heftig. Bist du okay? Wärst du hinter ihm langsamer gewesen, oder was? Ja, er ist zu langsam gewesen. Darum wollte ich. Warum zu langsam? Ja, das meine ich ja. Ja. Jo. Sagen wir mal, was dabei rausschaut jetzt. Kann man sagen, letzter wird's nicht. Sind da. Und 16er. Boah, ist ehrlich nicht stark. Zumindest sind wir nicht hinten. Also ganz hinten. Mhm. Beim Rivalen feiert wieder einen Punkt vorkriegt. Ach, Start habe ich immer Angst, Alter. So, schau mal, was geht. Schau mal, was geht, genau. Besser gesagt, schau mal, was fährt. Was ist ein Pferd? Der Herbpferd. Willkommen zum Miami International Autodrom, der Heimat des großen Preises von Miami. Es ist am Stefan Römer ist heute wieder bei mir. Stefan, Alter, was ist mit euch? Da ist doch. Verstehe ich nicht, Alter. Okay, wir können ein wenig Abnutzung am Motor erkennen. Oh, Alter. Seid ihr bewusst, dass wir ab sofort einen Leistungsverlust bemerkt werden? Guck, das war's. Was denn? Was macht? Das wird nicht das geben, oder? Hm? Es gab einen Zwischenfall auf der Strecke, aber die Rennleitung will das Safety Car nicht raus. Den Starthalt verkackt. Trotzdem
drossel deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Jetzt gleich der Räder mal. Verringere sofort dein Tempo. Wieder ins Gas gestiegen. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Aber wir sind noch vorn, Digga. 14. Ja, das geht dann eh schon. Aber ich muss in die Box. Ja, ich hab Orange. Irgendwie zu leid, danke, was ich euch fahren soll oder nicht. Regelwidriges Überholmanöver. Lass dich wieder zurückfallen, sonst werden wir bestraft. Alter, den habe ich aber nicht vorlassen. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Verkackt. Ja, das kann es laut sagen. Und weitergehen. Keine Probleme. Alles lief flüssig. Aston Martin kann mit diesem Boxenstopp zufrieden sein. Okay, wir bleiben noch drei Boxenstopps. Noch drei Boxenstopps in dieser Strategie. Oh, das sicher nicht. Drei Boxenstopps noch, oder? Normales Safety kann man mal lieber gessen. Das ist kein Quatsch gewesen. Hast du nicht geschaut, was verpflichtende Reifen sind? Nein. Mich wundert, dass ich trotz Boxenstopp nicht letzter bin, Alter. Na, ganz lustig. Das sind drei Leute an die Box gekommen. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone bist. Jetzt vorbeistellen den Kollegen sogar schon. Na, wirklich nicht. Aber das ist ja kein Schaden gehabt, oder? Oh ja, war natürlich. Ach so. Das ist bei diesen harten Kurven verliere ich so viel.
Wann hast du Boxen statt Fenster? Oh, was ist das noch? Jetzt war schon nachdem ich jetzt dazwischen gewechselt habe. Okay. Stark. Wir müssen ja ganze Boxen schon im Anschluss. Und das überlegen, wann ich da jetzt reingehe. Ich konnte gar nicht die Boxen stoppen, Leute. Unser Abstand vom Auto vor uns beträgt 9,2 Sekunden. Wir haben 5 Boxenstopps vorgeschlagen, das ist doch gut gewesen. 5? Ja. Und was hast du da? Und ich konnte nur 3 reduzieren und das hat er mich nicht lassen machen, weil er gesagt hat, irgendwelche verpflichtenden Reifen habe ich nicht. Ich habe aber nur die Soft rausgelöscht. Also, ich hatte noch Soft drin und 2, aber... Ja, waren Soft verpflichtet oder was? Ja, aber mit Soft bin ich ja gegen... Habe ich hier Boxenstopp? Ja, die Soft sind verpflichtet oder? Ich glaube, dann. Okay. Ich hatte Soft und Medium drin. Soft habe ich rauslöschen wollen. Und vielleicht ist Hard? Na, Hard hat er mich gar nicht angezeigt. Als Boxenstopp. Strategie. Sekunden. Die letzte Kurve ist auch hart. Ja. So. Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen. So, glücklich kollektiert. Seise. Das an die Box sogar noch, ne? Das an die Box, ja. Auto für mich. Das ist besser. Ja. Das war eine anständige Zeit. Das Team wird hoffen, dass sie schnell wieder ins Rennen finden und nicht allzu viel Zeit verloren haben. Okay, jetzt hast du noch 2 Boxenstopps. Harte haben wir da glaube ich gar nicht mit. So klar. Ich habe harte Mitte. Ah, okay. Hier Scheißen, Alter. Scheiß Einstellungen gespielt und die Kurve gespielt sind. Das war. Thank you.
Abstand zum Auto vor dir beträgt 19,6 Sekunden. Wir gehen abkürzen. Bei der ganz engen Kurve, oder? Nein, sind wir am Anfang immer bei dir. Wahrscheinlich Runde 10 an die Box gehen. Ja. Okay. Abstand zum Auto vor dir beträgt 7,6 Sekunden. Ich möchte schauen, dass ich gut war. Was hast du für welche? Medium habe ich gefunden. Boah, das ist aber hart. Ja, alternativ ist, ich muss auch verwendete Soft umstecken, also. Ja, gut, jetzt ist er nicht so lange rumgehabt. Ja, aber trotzdem ist ein Kotzenstopp wieder mehr. Oder ich gehe jetzt die Runde, weil ich verliere schon auf die Vorderen. Yes.
noch mal gut. Warum nicht? Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Warmer zu machen. Das Liebste überholen. Bitte? Das ist mein Liebste überholen. Ja. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Schnauze, Chef, Alter. Thank you.
Ah, bei der letzten Kurve bin ich am Bau. Ja. Nein. Das geht sich gerade um so erschreckend nicht aus. Habe ich mich nicht traut, weiter rüber zu fahren. Wohin? Wo du gekommen bist, schon auf der rechts. Achso. Ja, sie passieren nämlich immer so scheiße, so glaube ich. Das merkt man, weil da hast du immer dann wieder Rückstand. Ja! Was denn? So, ich kann das nie ausnutzen, dass ich da irgendwie reinkomme, oder? Fuck. Boah, das war zu hart. Weiter. Boah. Ah! Ja, aber es ist ja, weil du die auf Muss immer machen musst. Verkackt. Weiter geht's, keine Probleme, alles lief flüssig. Aston Martin kann mit diesem Boxenstopp zufrieden sein. Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Immer die gleiche Kurve. Dreht. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Okay, irgendjemand hat es uns leckt. Das ist natürlich nice. Dann nehmen wir doch noch einen Bock, das doch machen. In der Box und hat auf weiche Reifen umgestellt. Drossel deine Geschwindigkeit, unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Aber ausgeschieden haben sie noch nicht gesagt, was wir ist, oder? Ja. Muss ja keiner unbedingt ausgeschieden sein.
Es reicht aber, wenn viel, zu viele Trümmerteile auf der Strecke liegen. Und da ist es ja auch sehr eng. Vielleicht sind zwei zusammengekracht, ordentlich. Sehen wir, wenn nur zwei, drei Flügel liegen. Ein paar Teile noch. Vielleicht hier die zwei, die in der Box waren. Möglich. Der Tiefe und den hinter dir sehe ich nicht. Nein, der Tiefe nicht, weil das ist der, der neben mir kann. Ah, okay. Hinter mir Schuhmacher. Aber es muss weiter vorne passieren. Also ich weiß nicht, aber ich schaffe es immer wieder unter einer Kurve eine Verwarnung zu kriegen. Okay. So glaube ich. Oh, war ich da gewaltig falsch. Oha, schon 6 Sekunden. Ja? Ich mache jetzt meine Reifen so. Boah, soft ist halt hart. Ja. Hast du keine Mediums mehr? Verwendet. Wenn ich jetzt in die Box reingehe, zahlt sich's auch hinaus. Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt gleich mit Safety Car reingehen müssen. Freude. Alter, der ist durch mich durchgeghostet. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Ghostfahrer. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk dran, Alter, mein Platz. Dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Ja, genau, Alter. Dann bist du den grünen Flaggen an deiner Position. Nichts, ich habe mich verbremst, Alter, und der ist gleich vorbeigeghostet. Thank you.
Meter. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Ich sehe jetzt doch nicht drauf. Nein, das will ich nicht rauskommen. Ich bin noch nie weg von. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder ist mit dem neuen Versuch? Oder. Braucht bald nicht mehr mitfahren. Was wird? Ich brauch bald wenig nicht mehr mitfahren. Wieso? Ja, Alter, 9 Sekunden, ich weiß nicht, was sie gegen mich haben, weil ich in jeder Runde mich zwei Verwarnungen gefühlt. Sehr gut, reife Leistung. Alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Alter! Das sah übel Wichser! Aus. Alles okay bei dir? Alter. So ein Wichser! Drückt mich da gegen die Mauer, Alter. Alter. Was hast du jetzt gemacht? Ich war vorne, er ist von hinten gekommen und hat mich touchiert und hat mich gegen die Mauer gedrückt. Hast du keinen Platz gemacht, oder? Ich war ja vorne. Ja, schon, aber wenn er andere zum Überholen ansetzt, gut, musst du dann links oder rechts geben. Das war kurz vor der Kurve, Alter. Nee, das spielt jetzt wieder nicht in die Karten. Boah, Flügelschaden. Safety Car ist draußen, oder was? Ja. Ich bin halt der Meinung, wenn ich vorne bin, muss er nachlassen. Aber kommt drauf an, auf welcher Linie du fährst. Du musst ihn halt seine Linie trotzdem lassen, weißt du, was ich meine? Mitten auf der Geraden. Und du kannst da nicht einfach rüberziehen, das meine ich. Was so meinst. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel einer über rechts kommt, kann ich auch nicht einfach so rüberfahren, weißt du, dass er nicht überholen kann. Ja. Fuck, Alter. Ich dachte echt, dass da eine gute Pose rausspringen trotzdem. Das ist wieder Rennen zum Vergessen. Das stimmt. Ah!
Und hoffen, dass er noch irgendwann die Box fahren muss. Ja. Das ist wie das 18er oder so hier. Siehst du eigentlich, wie viele Runden die haben auf den Reifen? So, Albon, der hat drei, alle hinter, die haben drei Runden. Ja, die vor, die haben sechs Runden. Boah, das heißt, vorne könnten vielleicht noch ein oder andere reingehen. Es sind noch sechs Runden, obwohl zwölf Runden. Können sich auch ausgehen. Können sich ausgehen. Turbo leider könnte defekt sein. Sie überprüfen das. Na leider. Das ist ein Checkpoint. Oh ja. Step. Stark. Da könnte auch ein 13er, 14er ausschauen. Was wäre ich momentan? Bitte? Was wäre ich momentan? Du hast 9 Sekunden. Ja. Neunter bis Zehnter könnte sich derzeit ausgehen. Muss das einfach voll Risiko fahren. Sie haben alle Softs, ich habe Mediums.
Ui, von ausgeschieden. Ja, zu. Ja, wenn man zufahrt. Ja, das ist nicht. Ja, nicht. Ich hab nur zwei Bilder zwitschert. So. Was denn? Gut, besser, größer. Das könnte wirklich trotzdem gut ausschauen mit Punkte, wenn das so weitergeht. Die holen nicht wirklich auf da hinten. Ja, das stimmt. Oh, irgendwie bitter jetzt mit den Zeitstrafen. Wahnsinn. Ja. Alter, das sind welche disqualifiziert worden. Ja, die sind zusammengefahren nämlich, die zwei. Hast du nicht gesehen? Alter, oh mein Gott! Sind urviele ausgeschieden. Urviele wegen erforderlicher Reifenmischsatz wurde nicht erfüllt. Fast du mir doch alleine. Ja! Ja! Sind, Alter, was ist da jetzt los? Alle disqualifiziert worden, Alter. Wirklich? Sind alle ausgegraut. Auf einmal. Das heißt? Du weißt, was das heißt? Alter, das ist so ein Masen. Auf einmal Zeitstrafe disqualifiziert. Das ist die Frage, ob du den Reifensatz eingehalten hast, aber wahrscheinlich schon, nachdem du noch fährst. Vielleicht, dass man. Ja, aber dann war es wahrscheinlich ein Medium. Oder? Vielleicht muss man mit Medium ins Ziel kommen. Nein. Oder was für Reifen hattest du nicht oben? Oder die anderen? Ich glaube, wir sind alle nur mit Soft durchgefahren jedes Mal. Ich glaube, die hatten nicht einmal ein Medium oben. Ja, das ist es. Medium musst du oben haben. Ja. Das ist es! Meine Damen und Herren, Aston Martin mit dem ersten Sieg! Fuck. Boom! Boah, was für ein Rennen! Alter, das glaube ich nicht. Aber Fahrer des Tages! Scheiße, für Fahrer des Tages! Ein Sieg für Aston Martin! Stark, aber trotzdem. Stark. Es ist Boom!
Warte, du bist richtig geworden! Was, echt? Nein, echt? Oder Siegerjahrung. Dritter? Möchtest du nun Disqualifizierung? Also, so, weil er auch nur ausgeschieden ist, du auch, und dann sind alle disqualifiziert worden. Ja. Scheiß die Wand an. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Erster Protest. Er weiß nicht, der hat sich auf einmal voll einbremst, dieser Hamilton, der andere ist in reingekracht und ich hab die überholt und dann habe ich nicht mehr geschaut, was hinter mir abgeht. Alter. Jawohl. Wahnsinn. Ja. Aber ich glaube, zweites Rennen geht sich halt trotzdem nicht aus. Na. Könntest du dir das hier kurz ansehen? Okay, ich habe jetzt dem Abteilungschef vertrauen oder deinem Instinkt folgen. Gute Entscheidung, danke. Machen wir. Aber krass, Alter. 25 Punkte hast du, 6 Punkte habe ich. Krass. Wie 6 Punkte hast du? 21 hast du? Hm? 21 hast du? Bei mir steht 6 Punkte bei Fahrer. 6 Punkte hast du ja schon vorher gehabt. Bei mir steht aber 6. Bei mir steht 21. Echt? Mhm. 46, wir sind Vierter mit der Aston Martin, genau hinter den Top-Dings. Das ist geil. Na, bei mir steht über 6 Punkte nur insgesamt. Okay. Aston Martin 31 Punkte. Haltet der Motor noch oder nicht? Das ist die Frage. Ich schaue uns das später an. So, erwartete Lebensdauer 128 Runden, das geht noch. Das wird es noch gar nicht anschauen. Nicht an. Entschuldigung. Nicht gemerkt, dass du auf mich wartet. Ja, verbesserte Sache. Heute sollten eigentlich neue Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. So, schauen wir mal, was hat denn nicht funktioniert. Jetzt werden wir nochmal machen.
dann schauen wir, was wir noch nehmen. Viel Punkte haben wir eh nicht. Ja. Gar keine. Bam. Alpha Tauri hat jetzt einen Sprung gemacht nach oben. Wir sind jetzt Letzter. Wer ist Letzter? Ja. Alter, sogar hinter Williams. Irgendwas haben wir da falsch gemacht jetzt. Aber wie dumm können die alle sein, dass die nicht reingefahren sind? Ich weiß nicht, was da. Vielleicht irgendwie mit den Safety Cars verkackt oder so? Alle gleich? Ja, keine Ahnung. Ja, nicht alle. Dazu? Gut, der ist auch geschafft vorher. Du meinst, das hat die richtige Wahl getroffen? Gut, über meine Rivalen Dings brauche ich mir, glaube ich, auch bald keine Sorgen mehr machen, steht schon 11-4. So, ja, ich brauche einen neuen Motor. Wie viel schafft deiner noch? Oder wie viel schafft Nummer 37. Wie viel Prozent hat er, sagen wir so? Was? Erwarteter Lebensdauer gesamt, oder was? Hast du 37? 37 Runden habe ich noch, ja. Wow, ich habe noch 128. Aber ich habe dafür Getriebe schon tauschen müssen. Der Getriebe habe ich auch schon tauschen müssen. Okay. Na, Motor haltet noch. Na, das ist so uncool, Leute. Wer hat dann die Punkte gekriegt, bitte? Ich habe nach wie vor 6 Punkte stehen. Ich weiß nicht, ist das ein Fehler oder so? Aber bei mir, wie gesagt, 25, 21, 98 haben wir. Bei mir steht 8 und 13. Was passiert, wenn ich mit... Achso, nein, jetzt kann ich nicht durch die Session aussteigen. Drei Rennen haben wir nur noch? Nein. Das kann nicht sein. Nein. Dann ist die Rivalität wahrscheinlich nur 3 Rennen noch. Die Rivalität geht 5 Rennen. Ah, okay. Und wenn wieder der erste, der 30 Punkte erreicht hat, oder? Wer dann höher ist. Mhm. Genau, wir haben eh noch wie viel. Ja, wir haben jetzt 5 von 22. 17 haben wir noch. Ja. Spanien, Monaco. Monaco könnte kurz werden. Ja, habe ich mir auch gedacht. Was steht aber bei dir, wenn du auf Fahrerdetails gehst? Steht da ein Podiumsplatz oder so? Podiumsplatzierung 1. Lustig. Ich würde da gerne rausgehen, aber ich glaube, ich kann die Session nicht verlassen, weil vielleicht aktualisiert sich's dann, weißt du? Du kannst hier rausgehen. Kann ich? Ich glaube, sollst du nicht rausgehen.
Und? Ich klappt gerade wieder rein. Aber du siehst, bevor du reingehst, schon die Rangliste. Ach so. Okay, sie gescheitert. Genau, wo bist du da auch? 8. und 9.21 Punkte, jetzt stimmt's. Genau. So. Alter, was ist jetzt? Spiel ist abgestürzt. Geil. Boah, schaut geil aus. Was denn? Die Trophäe. EA Sports, it's in the game. So, jetzt schauen wir mal, ob ich in die Session reinkomme. Ich glaube, man kommt doch nur zu 2-3. Also bist du ausgestiegen, oder was? Jetzt geht hier kein Rennen mehr aus. Ja, aber die Trainings könnte man noch machen. Achso, du sagst, das müssen wir extra machen. Achso, nein, ist egal eigentlich. Die könnte man noch machen, wenn es bist. Dann können wir wieder reinstarten in Qualifying und wenn du Lust hast. Dann machen wir mal starten. Uno, Moment doch. Tja, erster Sieg habe ich noch nicht erwartet. Na, stimmt. Geschweige denn Punkte. So die früh. Punkte habe ich schon erwartet. Aber nicht in den ersten 5 Rennen. Gut, das nicht. Also wenn da bei uns kein anderes Team anklopft, Alter, ich weiß ich nicht.
So, schauen wir mal. Fangen wir mal easy an. Ja, aber ist sehr, sehr gut gelaufen bis jetzt. Ja, bis jetzt kann ich mich auch nicht beklagen. Eigentlich nie 100% letzter gewesen. Wenn dann ausgeschieden, aber. Es ist halt noch einige so dumme Fehler. Stimmt, bei mir auch. Fuck. Guter Weg. Wie viel hast du vielleicht schon? 2 fertig und 2 von 5. Fuck. Ja, ich 1 von 5. Noch 2 fertig. Na, dann hoffen wir, dass wir das fertig machen. Ich bin gespannt, ob wir mit unseren Teilen durchkommen. Das glaube ich nicht. Du meinst, der Strafe wird irgendwann einmal sein? Ja, glaube ich schon. Alles erledigt. Punkte haben wir jetzt wieder gekriegt. Wow, können wir gleich wieder investieren.
Oder mal schauen zumindest. Gut, kann man gleich so reinstecken. Aber nur kein Druck gemacht, gell? So. Viel Glück in dieser Session. Wir rechnen alle mit einem guten Ergebnis. Ich kann mit Chassis den Motorhaube Verteilung machen. Das kostet 638. Chassis haben eigentlich eh fast kaum was ausgebaut noch. Ups. Chassis und, und Antrieb haben wir kaum was. Ja, genau, das ist so ein Angebot auch. Super. Mhm. Wird sich dann auch ausgehen bei Aerodynamik, wird sich noch der Beam flügen. Ja, dann hau rein. Schauen wir mal da was. Was dabei rausschaut. Wollen wir da mal jetzt mal nach vorne kommen. Das ist lustig, draußen hat er mir die Punkte richtig angezeigt. Jetzt bin ich hier in der Fahrerrangliste, da bin ich, habe ich 6 Punkte nach wie vor. So, jetzt habe ich wieder 115. Was? 115. Runden. 94 Runden haltet er noch. Die drei Teile muss ich in Beobachtung halten. Wahrscheinlich hier dieselben. Hitze, Turbolader und Verbrennung. Motor. Getriebe war jetzt aber keins. Genau. Verbrennungsmotor, Hitze und Turbolader. Genau. Aber die lasse ich jetzt noch das Rennen. Ich würde sagen, das nächste Mal wieder Qualifying. Mhm. Und dann eine vielleicht in den nächsten Punkte. Ja. Den Ball flach halten. Jawohl, flach halten. Na gut, Leute, das war's aber für heute. Macht es gut. Bis dann. Ciao und Baba.